Was ihr gerade gesehen habt, war ein klassischer Jump Cut. Der Jump Cut ist eine besonders abrupte Art, zwei Einstellungen miteinander zu verbinden. Er kann positiv als Stilmittel eingesetzt werden, zum Beispiel um einen Überraschungseffekt zu erzeugen. Aber man sollte es auch nicht übertreiben. Dieser Schnitt entspricht nicht unseren Sehgewohnheiten. Das führt dazu, dass die Handlungsabläufe nicht glaubwürdig sind. Aber wie kann es gelingen, Schnitte fließend zu gestalten? Um Jump Cuts zu vermeiden, ist es wichtig, die Übergänge schon beim Dreh mitzudenken. Achtet zum Beispiel darauf, dass Bewegungen in ähnliche Bewegungen übergehen, dass sich ähnliche Farben und Lichtverhältnisse aneinanderreihen und dass die Kameraposition sich, wenn überhaupt, so stark verändert, dass eine neue Perspektive eingenommen wird. Also, wenn ihr einen Jump Cut verwendet, dann bitte nur bewusst.